Liebe Patientin, lieber Patient, es ist sehr wichtig, dass Sie ganz genau wissen, wie Sie Ihre Medikamente nach der Augengläser-OP einnehmen sollen. Zunächst mal das Gemisch aus Cortison und Antibiotikum. Das nehmen Sie bitte viermal am Tag für eine Woche. Sie beginnen eine Stunde nach der Augengläseroperation. Das zweite Medikament, das sind die künstlichen Tränen. Diese nehmen Sie bitte stündlich zwischen dem Antibiotikum und das nehmen Sie ungefähr 3 bis 7 Tage lang und danach können Sie diese Tropfen auch reduzieren, je nach Bedarf, wie trocken Ihre Augen sind. Falls Sie vermehrte Schmerzen haben sollten, können Sie das Ibuprofen einnehmen, 1 bis 2 Tabletten am Tag, natürlich nur bei Bedarf. Falls Sie irgendwelche Fragen haben sollten, bitte rufen Sie uns an. Auf dem Zettel, den Sie bekommen haben, steht die Notfallnummer. Sie können uns jederzeit erreichen, auch in der Nacht.